Das letzte Match oder die letzte Sequenz kann darüber entscheiden, wie der Zuschauer im Nachhinein über die gesamte Show urteilt. Denn mit diesen Eindrücken verlässt er die Arena und erwartet bestenfalls schon sehnsüchtig die nächste Show. In der heutigen Folge von ProTen zeigen wir euch 10 krasse Pay-Per-View-Enden, die definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. 10. Backlash 2017. Was heute von den meisten Fans als Riesenfehler abgetan wird, war damals in vielerlei Hinsicht schockierend. Jinder Mahal und Randy Orton stehen sich im ersten Punjabi Prison Match seit langem gegenüber und Orton scheint das Match zu gewinnen, als plötzlich The Great Khali sein Comeback feiert und dafür sorgt, dass man am Ende der Show einen feiernden Jinder Mahal als WWE Champion sieht. 9. Survivor Series 2016. Das letzte Match des Abends lautete Goldberg gegen Brock Lesnar und nahezu alle Zuschauer erwarteten eine Schlacht, doch so sollte es nicht kommen. In unter 2 Minuten sollte Goldberg gewinnen und somit den langen Siegespfad von Brock Lesnar auf schockierende Art und Weise beenden. 8. AEW Double or Nothing. Mit Kenny Omega und Chris Jericho stehen die beiden Aushängeschilder der Company im Main Event der 2. All Elite Wrestling Großveranstaltung. Nach dem Sieg von Jericho kommt Ex-WWE Champion Jon Moxley, auch bekannt als Dean Ambrose, durch das Publikum in den Ring und löst damit nicht nur unglaubliche Publikumsreaktionen aus, sondern trägt auch einen großen Teil zum Startschuss der neuen Liga bei. 7. New Year's Revolution 2006. WWE-Champion John Cena liegt nach einem harten Match noch am Boden, als Vince McMahon den ersten Mr. Money in the Bank namens Edge herausruft. Nach 2 Spears ist Edge somit nun nicht nur der erste Kofferträger, sondern auch der erste, der seinen Koffer in einen Titel umwandeln konnte. 6. Survivor Series 2014. Team Cena gegen Team Authority. Wenn das Team von John Cena gewinnt, verliert die Authority rund um Triple H und Stephanie McMahon die Macht über WWE, so die Ansetzung. Gegen Ende des Matches sieht Dolph Ziggler sich als Mitglied von Team Cena in einer 3-gegen-1 Stipulation gefangen und alles sieht danach aus, dass die Authority die Kontrolle über WWE behält. Er kann allerdings 2 der 3 Gegner eliminieren und steht anschließend nur noch Seth Rollins, dem Team-Captain der Authority, gegenüber. Wie aus dem Nichts taucht WCW-Legende Sting auf, der Ziggler zum Sieg verhilft und somit der Authority die Macht über WWE nimmt. Daraus entstand Triple H gegen Sting bei WrestleMania 31. 5. Money in the Bank 2016. Der aus einer Verletzung zurückgekehrte Seth Rollins steht im Main Event seinem früheren Shield-Bruder und WWE-Champion Roman Reigns gegenüber. Noch in der Smackdown-Episode einige Tage zuvor hatte der Dritte im Bunde, Dean Ambrose, angekündigt, er werde sich den Koffer sichern und anschließend gegen den Sieger des Main Eventes eincashen. Genau das geschah zur Überraschung vieler Zuschauer auch, sodass Ambrose sich seine erste WWE-Championship sichern konnte. 4. Bad Blood 1997. Der Undertaker und Shawn Michaels stehen im ersten Hell in a Cell Match der Geschichte und liefern sich eine Schlacht. Gegen Ende des Matches gehen die Lichter aus und als sie wieder angehen, sehen die Zuschauer das Debüt des maskierten Kanes. Kane verschafft sich Zugang zum Käfig, indem er die Tür ausreißt und attackiert daraufhin seinen Storyline-Bruder, den Undertaker. 3. WrestleMania 17. Stone Cold und The Rock stehen sich als 2 Legenden der Attitude Era im Main Event gegenüber. Der absolute Publikumsliebling Stone Cold Steve Austin steht vor der Niederlage, als ihm völlig unerwartet Vince McMahon zur Hilfe kommt und sich eine neue Allianz gründet. Ein Schock. 2. WrestleMania 31. Der Main Event zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns ist zum Scheitern verurteilt. Die Fans wollen Reigns nicht als Sieger sehen und Lesnar soll keinen Pin einstecken müssen. Da kommt Seth Rollins als Mr. Money in the Bank zur rechten Zeit. Er löst gegen Ende des Matches seinen Koffer ein und gewinnt das daraus resultierende Triple Threat Match mit dem Curbstomp. 1. Money in the Bank 2011. Der Main Event zwischen John Cena und CM Punk wird als letztes Match von Punk bei WWE angekündigt, bevor er seinen Vertrag auslaufen lassen will. Tatsächlich gewinnt Punk das Match und verlässt die WWE mitsamt des Titels, was auch Mr. Money in the Bank Alberto Del Rio nicht mehr verhindern kann. Mit einem grinsenden Gesicht und der WWE Champion in der Hand steigt er über die Barrikade und verlässt die Arena durch die Zuschauerreihen. Danke, dass ihr hier dabei wart bei ProTen. Schaut auch gerne bei Spotfight vorbei. Wir machen regelmäßige Wrestling News täglich und top aktuell. Schaut da gerne vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.